Am Ende des Firgentals und mitten im Nationalpark Hohe Tauern liegt Prägraten am Großvenediger. Umgeben von einer grandiosen Bergwelt liegt das Dorf fernab von Trubel und Lärm. Hier oben auf über 1300 Metern Meereshöhe zeigt sich Osttirol idyllisch, beschaulich und grenzenlos naturnah. Im Urlaub zur Ruhe kommen, rund um Prägraten geschieht dies wie von selbst. Das obere Timmeltal gehört zu den abgeschiedensten und wildromantischsten Bergregionen rund um Prägraten. Auf über 2500 Metern Meereshöhe wacht die Eisseehütte über das Tal. Sie liegt an einem der schönsten Höhenwanderwege der gesamten Alpen und bildet gleichzeitig einen guten Ausgangspunkt für einen kleinen Abstecher. Durch wilde Moränenlandschaften führt ein gut markierter Steig weiter bergan. Etwa eine Stunde dauert der Aufstieg bis zum Eissee. Im August stehen die streng geschützten Edelweiß hier in voller Blüte. Murmeltiere fressen sich jetzt ihren Winterspeck an. Mit ca. 7 Grad zeigt sich der Eissee wenig badetauglich. Dafür entschädigen das Panorama und die unglaubliche Blumenvielfalt. Der kleine Enzian erstrahlt in fast unwirklich intensivem Blau. Der Timmelbach stürzt in vielen Kaskaden zu Tal. Natur atmen, Einsamkeit genießen und zu sich selber finden. Wo ginge das schöner als hier? Raimund Gäbler aus Prägraten treibt sich hier oft herum. Der Serpentinstein, begehrt bei Steinbildhauern und auch gern genutzt, um Hausfassaden hochwertig zu verkleiden, hat es ihm angetan. Hier ist ein Serpentin, der wahrscheinlich vor 50 oder bis 100 Jahren da oben runtergebrochen ist. So wie der Serpentin bei uns hier vorkommt, ist er eigentlich einzigartig. Es gibt zwar weltweit nur ein paar Serpentinarten, aber mit der Qualität, mit der Farbintensität, was wir da sehen, ist eigentlich, gibt's keinen zweiten, außer hier bei uns nicht. Hier habe ich einen Stein mitgenommen, der ziemlich ähnlich ist wie der große Koloss da mit 35 Tonnen. Den habe ich schon bearbeitet. Da habe ich mit der Hand rauspoliert und da sieht man auch die Farbe, wie die Farbe beim Serpentin rauskommt. Gewisse Stellen bruchrau gelassen und gewisse Stellen habe ich wieder mit der Hand poliert. Und so stellen wir es auch hier bei diesem großen Stein vor. Faszinierend, seine Begeisterung für diesen Stein. Und das ist einfach von mir auch ein Hobby. Das mache ich gerne. Ich habe meinen Beruf, was ich schon seit 30 Jahren mache. Und nebenbei hobbymäßig. Du halt in der Natur ein bisschen wandern und wenn ich einen Stein sehe in der Dimension und speziell einen Serpentin, nachher macht man halt was draus. Da, wo das Timmeltal ins tiefer gelegene Firgental ausläuft, liegen auf ca. 2000 Metern Höhe die steilen Bergwiesen, die von den Bauern einmal jährlich gemäht werden können. Anschließend muss das Gras von Anton Hatzer, auch in mühsamer Handarbeit, zum Trocknen gewendet werden. Wie man hier sieht, das ist eine einwandfreie Qualität für unsere Tiere zu Hause, was noch im Winter über verfüttert wird, was auch jetzt schon verfüttert wird, an die Milchkühe zum Beispiel auch. Und der eine Grund ist auch nur, dass die Wiese eben nicht zu verwaldet und verbuscht und verwuchert, weil das Gras wird immer weiter zurückgedrängt und alles andere, das was eben stärker ist, das kommt noch mehr im Vordergrund, das was eigentlich kein Gras mehr ist.
dass man die Wiese offen haltet, die Kulturlandschaft quasi halt dabei pflegen tut. Hoher oben arbeiten macht ja auch Spaß und der Gaudi, obwohl es körperlich eine schwere Arbeit ist. Man ist jeden Tag wie gerädert fast, wenn man nach Hause kommt. Da geht man gerne in die Dusche und tut sich ein bisschen eincremen wieder. Aber ich barfuß gehen und so eine Sachen da, das entspannt wieder und man hat ganz andere Gedanken. Das ist nicht unbedingt der Stress, wie man halt unten hat, denn wo überall immer Hektik ist und so weiter, sondern dass man da halt dabei das locker macht und alles andere ist hinter mir oder unter mir. Und das ist fein.